wenn sie einmal in die Oper gehen und sich das Orchester dort besehen. Vielleicht sind sie im fernsten Eck, so zwischen Tür und Angel, einen Mann, der spielt ein Instrument, genannt Triangel. Wenn sie diesen Mann betrachten, denken sie an mich, denn dieser Triangelspieler, der bin ich. Meine Technik erregte Begeisterung und man nannte mich ein Genie. Ich spielte Karneval und die Sylphiden, die Rhapsodien und die Pathetik. Ich spielte Cernis und Chopins Etüden und ich war jung und liebte die Musik. Und eines Tages sah ich mit viel Vergnügen neben den gesamten Werken Glucks im Musikgeschäft auch ein Triangel liegen. Da lachte ich. Kauft es als Jux. Und da sitz ich mitten im Orchesterblitz, im Schatten der großen Trommeln. Gleich kommt mein Einsatz, ich schau gar nicht hin, ich steh nur auf und mach. Die Chinellen machen einen Riesenkrach, ich wär lieber bei dem Schrommeln. Und jetzt wird es leiser und ich steh noch einmal auf und mach. Die Violinen weinen jetzt, die Celli und Bässe ergrimmen, die Flöte, sie jubelt und das Glockenspiel lacht. Ein Triangel kann man nicht einmal stimmen. Man wird so nervös und der Sessel ist hart und nie bekomme ich Applaus. So sitz ich halt da und wart und wart, bis ich aufstehen muss. Und dann ist die Uhr.